In zwei Monaten startet die Wiege, die 19. Wiege am Werdenberger See. Die Wiege, das ist ein bisschen Dolma von der Region. In der Region sicher noch fast wichtiger als Dolma. Da kann man von überall herkommen und wir von der Region, das ist ein Muss, um dort herzugehen. Und wir stellen euch jetzt in meinem ersten Take hier bei Rheinwelten TV mal ein bisschen vor, was sich in dieser Wiege alles abspielt. Ich kann euch nur sagen, ja, haufenweise Zettel hier. Also unglaublich, was man hier an Zettel gibt, was sich hier alles abspielt. Und bei mir natürlich der Messeleiter, der Paul Schlegel, der mir sagt, wie fängt das an am 9. September. Ja, die Wiege 2017 ist gerade noch mal ein bisschen gewachsen. Hat über 300 Aussteller. Am ersten Samstag fangen wir an mit einem neuen Fassanstich. Dann wird die erste Rheintaler Bierkönigin geehrt an der Wiege. Ist natürlich ein Highlight unter dem Motto hinten noch von der Sonnenbräu. Und dann am Nachmittag geht es weiter mit Festivitäten. Geniessen haben wir auch alle Gemeinschaftsstände. Das erste Mal haben wir in der Gemeinschaftsstände noch das Lichtenstein mit dabei. Ist natürlich ein Novum. Neben der Wartauer Seeverbuch, Skraps, Gams, Seenwald und dem Toggenburg. Die Wiege also hat die Fühler ausgestreckt, auch außerhalb der Region. Also die Wiege ist nicht nur eine Werdenberger Messe. Nein, wir haben festgestellt, dass in den letzten Jahren vor allem unter Besuchern, eher sogar von Wallenstadt, Bad Ragaz, Landquartier kommt, das ganze Werdenberg, Liechtenstein, das Rheintal, dann das Vorderland vom Appenzell, das Obertoggenburg und das hier haben wir natürlich jetzt auch mehr Aussteller bekommen. Jetzt haben wir mal den Eröffnungstag, oder? Da geht er nachher dann weiter, oder? Ist am Eröffnungstag übrigens auch schon ein Konzert am Abend? Ja, ja. Am Abend haben wir natürlich das erste Highlight. Gehen wir schauen auf der Homepage wiege-messe.ch. Da ist ein super Programm drauf. Ob es dann Almrocker sind, die jungen Mühltäler oder die traditionellen Station Quo oder irgendwo die Western Wessel und euch überraschen. Und dann geht es weiter mit dem Familientag. Da hast du recht, Hans-Jörg, am Sonntag. Mit dem Gottesdienst. Und das ist die Veranstaltung, die am meisten besucht ist. Das tut mir immer speziell, nicht? Man nimmt es mir fast nicht ab, aber ich bin am meisten stolz auf den Sonntag, auf den Gottesdienst der Allianz von der evangelischen Kirche. Das ist wirklich ein super Anlass für Jung und Alt. Und sämtliche, die dort die Wiege kommen, haben einen Gratis-Eintritt, weil das ist gesponsert durch die Kirche. Es ist wirklich ein schöner Gottesdienst, macht immer wieder Freude. Und am Nachmittag geht es weiter, auch mit einem Novum. Monika Fasnacht, das erste Mal an der Wiege. Zwei Länder, Jazzmeisterschaft. Schweiz gegen Liechtenstein. Ernst Frehner im Hintergrund, der es mitorganisiert. Und der Albert Frick am Schluss, der den Preis übergibt. Wenn der Ernst Frehner dabei ist, dann gibt er richtig Schwingfestheit im Fall. Also Gott, dann kommt dann darauf an, wer er gewinnt. Die über dem Rhein oder mir hier? Ich glaube, das geht zum Jassen. Ne? Und schön ist ja wirklich beim Jassen, dass wirklich alle einen Preis bekommen. Jeder kann mitmachen bei dem Handjassen dazu. Das Wiegenzelt ist ja relativ gross. Und das Ziel ist wirklich, dass sich die Leute grenzverbindend treffen bei einem schönen Jass. Und am Schluss kommt die Faust auf den Tisch und sagen, wir haben gewonnen. Man kann zuschauen, natürlich. Ja, ja, klar. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch anmelden. Wir zeigen euch mal den Anmeldezettel, könnt ihr euch jetzt anmelden. Und natürlich würde es uns freuen, möglichst viel eben zur Monika Fasnacht kämpfen und da würde zuschauen. Selber mitjassen, vielleicht macht der Paul auch mit, vielleicht mache ich auch mit. Oder eben auch zuschauen, sicher sehr interessant. Und dann geht es weiter mit dem 11. Das ist der Generationentag. He? Generationentag am Montag vom 3 bis 5 unter der Leitung von der Jeanette Mösli. Es gibt sicher einen tollen Generationentag, wo sich jung und alt treffen wird. Das heisst, es ist der Nachfolgeanlass vom sogenannten Seniorentag. Es gibt ein Zvieri dazu, es gibt musikalische Unterhaltung. Das heisst, am Montag Nachmittag, da musst du einfach dabei sein. Und am Dienstag natürlich auch, gell? Wenn dir etwas an der Region liegt, wenn dir etwas an der Wirtschaft liegt, wenn du ein bisschen Fühler ausstrecken willst, wo stehen wir oder wer hat Interesse an unserer Region, ist der Dienstag auch wichtig. Oder? Ja, da hast du recht, Hans-Jörg. Das ist natürlich der Innovations- Preis, der überbracht wird durch Lothar Ritter, NTB-Rektor. Und dann haben wir natürlich einen lang ersehnten Gast, endlich bei uns an der Wiege. Der ehemalige Weltmeister Bernhard Russi kommt, der Wirtschaftstagung. Dann aber auch der Helvetia-Präsident Birin Vinzenz, bekannt früher auch von der Raiffeisen. Und dann haben wir den Christoph Schrett als einheimischen Unternehmer. Und das ist natürlich sehr gut. Und die Moderation hat die Regola Späni, die wir ja kennen vom Schweizer Fernsehen.
erklären. Das heisst, am Dienstag werden sich ein bisschen Hu und Hu sein. Das heisst, die Leute treffen sich, das Netzwerk kommt zusammen, die Leute kommen ins Werderberg her. Das heisst, Regierungsräte von St. Gallen, aber aus dem Fürstentum Liechtenstein. Und das ist sicher eine gute Gelegenheit, um mit Menschen zusammenzukommen. Das zeigt auch wieder, du bist ein Netzwerker. Also du hast ungehörig bei Züchung. Also das letzte Mal war Nadine Vinzenz da, der Simon Amann, oder? Also, und jetzt hast du wieder natürlich unglaublich viel Prominenz da. Wie schaffst du denn das? Ich glaube, das Ziel muss sein, von einer Wirtschaftsmesse, wie es die Wiegen ist, dass man die Region nach aussen zeigen kann, auf der umgekehrten Seite, aber dass die Leute herkommen und das Gespräch suchen, dann durch Gespräche aus, kommen irgendwo Geschäfte entstehen, kommen gute Kontakte entstehen. Und da denke ich, haben wir schon einen Haufen Sachen erreicht an der Wiegen dazu, dass wir eine gewisse, wie soll der Einsprung machen für die grosse Projekte her. Und das wird uns das mal hoffentlich so wieder gelingen. Am 13. spezielle Zahl kann jeder den eigenen Einsprung machen. Da ist man am Plauschtag zugleich oder der Wartauertag. Ist das bewusst? Nein, der Wartauertag ist immer am Mittwoch traditionellerweise. Aha. Beim Plauschtag haben wir das mal als Kinderprogramm dabei. Und mit dem Jam 29, Silvio Montenato, der das organisiert, der heisst, alle Kinder kommen eine Gratisklasse über, sie kommen die Schüttel dazu. Es wird sogar ein Grabsenschaf wird geschoren dort. Der Kriegel Rohner von der Ferrobau wird das machen mit Kollegen zusammen. Das heisst, es gibt einen glatten Nachmittag, der sicher für die Familie geeignet ist und die Kinder Freude haben. Ich denke, du könntest sogar deine Schulklasse mitnehmen. Mhm. Wir haben leider keine Bilder von der Jugend, aber wir zeigen Silvia Montenato mit Erwachsenen. Das ist natürlich eine ungeheure Maschine und sie kann auch wirklich unglaublich motivieren. Also, liebe Eltern, kommt mit den Kindern her, das wäre eben dann der 13. der Blaustag. Dann kommen wir natürlich zu etwas ganz Interessantem. Wir können zum Beauty Day im 4. Etwas für uns zwei, he? Ja, in den vergangenen Jahren haben wir eher ein bisschen den Vorwurf bekommen, eine Messe sei männerlastig, sie sei ein bisschen technisch. Auf das aus haben wir reagiert und haben gesagt, wir organisieren mal einen Beauty Day. Wir haben den nicht selber organisiert, sondern Katrin Fritt und Gianni Züger haben den Anlass organisiert und laden die Frauen ein für einen speziellen Frauenrundgang, wo sie ihre Produkte sehen können, aber auch technische Sachen sehen, kombiniert mit einem Apéro. Und am Abend gibt es die lang ersehnte Modeschau. Und viele Jahre haben wir im Werderberg keine Modeschau mehr gehabt. Es war ein bisschen ein persönliches Ziel gewesen, mit einer neuen Bahnhofstrasse endlich auch mal können wieder eine Modeschau an die Wiege herbringen. Ist gelungen. Einige Buchsergeschäfte machen mit. Sie können sich anmelden auf der Homepage, damit sie in der Modeschau mit dabei sind. Das lohnt sich sicher. Geht nicht allzu lang. Ist nur einmal eine Aufführung davon. Nutzen Sie die Gelegenheit. Wir haben jetzt auch ein bisschen von der Modeschau. Ich möchte bitten, können Sie selber schauen. Nadine Vinzenz wird vor Ort sein. Wenn sich sie irgendwie das einrichten kann, durch einen Moment, durch einen Haufen Termin, ist ganz klar. Aber eigentlich hat sie gesagt, sie kommt. Und ja, hat es ein paar versprochen, hier in dem Studio drin. Und ich denke, wir hoffen, sie kommen. Könnt einfach schauen. Dann 4 Ländertage am 15. Also wieder eine Öffnung, gell, aus dem Berderberg raus. Deutschland, Schweiz, Österreich und Liechtenstein ist vertreten an der 4 Ländertagung an der Wiege. Der Landtagspräsident Albert Frick macht wiederum die Eröffnung. Das heisst, die Unternehmerinnen und Unternehmer aus den 4 Ländern treffen sich an der Wiege, tauschen sich aus, bringen Fahrzeuge mit rund um den Bodensee und daraus sollen ganz bestimmte neue Kontakte entstehen. Früher war man eher ein bisschen in Konstanz, Lindau, in Bregenz. Jetzt ist es uns gelungen, um sie in unsere Region herzubringen. Und das hat sicher auch den Vorteil, dass wir mit dem Fürstentum Liechtenstein sehr eng zusammenarbeiten. Das ist natürlich schon ein Vorteil. Und wenn ihr nicht durchgefestet habt, die ganze Wiege, es läuft jeden Abend etwas, hat einen Haufen Konzerte und man kann jeden Tag dorthin gehen. Wenn ihr nicht durchgefestet habt und denkt, wir sollen etwas tun für Gesundheit, am 16. gibt es einen Gesundheitstag. Was ist das? Bei Zollcare unter der Leitung von Dr. Urs Keller organisiert der Gesundheitstag im Wiegenzelt hinten. Ist bekannt natürlich schon aus früheren Jahren her. Ist dann Information über die Ernährung, Prävention dazu, Gesundheitssachen. Und das ist, denke ich, sehr, sehr interessant. Man kann Blutwerte irgendwo kontrollieren lassen, man kann den Blutdruck messen lassen.
ohne denken, allein die Information weckt einem wieder mal dann für gewisse Sachen und tut einem selber sehr, sehr gut. Ja. Hast du mir so angelächelt, da ist schon ein bisschen mitgedacht, könnt ihr es auch mal machen. Du, Paul, jetzt noch all mein, also meine letzte Frage, nachdem ich euch einfach bette. Könnt ihr euch zerweigen, am 9. September fängt es an. Und übrigens könnt ihr jetzt schon im Internet durch hineinschauen, was so alles geboten wird. Wie gesagt, es gibt ein Kursangebot, also da müsst ihr euch halt selber mal einlesen und vielleicht auch die Tage auch reservieren. Das ist sehr interessant. Nebst dem, dass man natürlich auch durchlaufen kann und dies und jenes selber sich informieren über all diese Produkte. Hast du überhaupt Zeit in dieser Weige? Kannst du die Weige selber geniessen? Ja, aus der Erfahrung von den vergangenen Jahren her, selbstverständlich. Die Wiegen ist eine super Woche für mich. Gefällt mir natürlich, wie die Leute zusammenkommen, vor allem wo die Unternehmerinnen und Unternehmer herkommen, aber auch die gesamte Bevölkerung. Wiegen auf dem Platz Buchs ist ein Treffpunkt, meine, wo allen Spass macht. Wo man viele Freunde trifft, Wiegen.